Sehr, sehr gut. Das ist ein Slogan, der griffig ist und den wir brauchen in diesem Land. Und ich glaube, dass dieser Slogan noch viel, viel lauter werden wird in den kommenden Tagen und in den kommenden Wochen, dass diese Bewegung mit dem Frühlingsbeginn erst so richtig Fahrt aufnehmen wird und dass dann ein ordentlicher Frühlingswind durch die Ministerien und durch das Bundeskanzleramt weht und dass dann einmal ausgeputzt wird, dort, wo auszuputzen ist, liebe Freunde. Wenn ich heute zu euch hier rede, dann tue ich das natürlich als Politiker. Das ist mein Job, dann tue ich das natürlich als Mitglied des Nationalrats der sogenannten Volksvertretung, wo ich mich manchmal schon frage, ob manche Herrschaften, die dort drinnen sitzen, diese Bezeichnung als Volksvertreter auch wirklich verdient haben. Ich empfinde mich jedenfalls als solcher und deswegen stehe ich heute auch hier an eurer Seite und werde das auch in Zukunft bei jeder Gelegenheit tun. Ich spreche zu euch auch und heute vielleicht noch mehr als ein besorgter Familienvater. Die Dagmar Belakovic hat schon die Problematik unserer Jugend angesprochen, die da vollkommen unter die Räder kommt bei diesen unverhältnismäßigen Maßnahmen. Und ich spreche zu euch auch als ein besorgter Staatsbürger, der nicht einfach zuschauen will, wie alles das, was mühsam aufgebaut und erkämpft worden ist, von einer Regierung, die am Rande der Verrücktheit tanzt, zunichte gemacht wird und unter die Räder kommt. Da bin ich aus einem anderen Holz geschnitzt. Das weckt bei mir den Widerstandsgeist und ich hoffe, es weckt bei euch und noch bei viel, viel mehr den Widerstandsgeist, den es braucht, um das Ruder noch herumzureißen und die Dinge wieder ins Lot zu bringen, solange das noch möglich ist. Und jetzt ist wieder was passiert, dieses Wochenende. Etwas, was schon einmal passiert ist und wiederholte Male passiert ist, dass nämlich die meisten und vor allem die größten Protestveranstaltungen gegen diesen Corona-Wahnsinn wieder untersagt worden sind. Und diese Untersagungen, ich sage euch das, wir haben uns das genau angeschaut, diese Untersagungen sind allesamt klar rechtswidrig, genauso wie die Untersagungen in der Vergangenheit rechtswidrig gewesen sind. Und wenn man sich ansieht, wie das Ganze begründet wird, dann greift man es überhaupt nur mehr auf den Kopf. Da werden also Proteste gegen unverhältnismäßige Maßnahmen und rechtswidrige Regelungen und Gesetze untersagt, indem man sich bezieht, und zwar genau auf die unverhältnismäßigen Maßnahmen und auf die rechtswidrigen Gesetze. Ich nenne so etwas einen totalitären Zirkelschluss. Und das zeigt, wie weit der Wahnsinn und der Totalitarismus in diesem Land bereits fortgeschritten sind. Das Ganze ist so schräg und so irr, dass es kein Hollywood-Regisseur erfinden könnte, liebe Freunde. Von der Schule, es wurde angesprochen, wo die Kinder jetzt dazu verpflichtet werden, sich in der Nase zu bohren. Ich habe auch einen Spruch meiner Oma mitgebracht. Nasenbohren ist eine Schande in der Stadt und auf dem Lande. Das hat mir meine Oma beigebracht und jetzt werden die Kinder dazu verpflichtet, diese Nasenstirler-Tests, die für die Fisch sind, regelmäßig durchzuführen. Es ist wurscht, wohin man schaut, ob es die Impfungen sind, ob es der Testzwang ist oder die neuesten Errungenschaften, die dann darin bestehen, dass die österreichische Bundesregierung Reisewarnungen ausspricht für das eigene Territorium. Ich bin ja froh, lieber Generalsekretär Schnedlitz, dass du es noch vom Wiener Neustadt hierher geschafft hast, bevor bei euch die Straßensperren aufgezogen werden und ihr dann aus Wiener Neustadt nicht mehr ausreisen dürft. Aber all das zeigt, wie weit der Wahnsinn in diesem Land schon fortgeschritten ist. Und all das und diese Untersagungen sind einer Demokratie unwürdig. Das muss man klipp und klar sagen. Das hat mit einem Rechtsstaat nichts zu tun, weil es nur darum geht, in Wahrheit regierungskritische Kundgebungen zu verbieten. Das ist das, was sie wollen. Das ist das,
was sie wirklich im Schilde führen, Kritiker zu verunglimpfen, Kritiker mundtot zu machen. Ich sehe hier keinen einzigen Aluhut, von dem die immer daherfaseln, die Träger der Corona-Stahlhelme in den Regierungsbüros, liebe Freunde. Sie wollen uns mit diesen Untersagungen mundtot machen. Sie können mit Kritik nicht umgehen. Und es ist ja nicht weit zum Innenministerium und es ist nicht weit hinüber ins Bundeskanzleramt. Ich bin mir sicher, dass Sie uns zuhören und der Nehammer wird schon ein paar Spitzel postiert haben, die ihn informieren über das, was heute hier gesprochen wird. Und dann sage ich Ihnen, liebe Freunde, nicht mit uns. Ihr beißt bei diesen Versuchen, uns mundtot zu machen, uns in die kriminelle Ecke zu stellen, uns in die Schmuddelecke der Demokratie stellen zu wollen, uns als Aussätzige oder als Ränder der Gesellschaft zu bezeichnen. Ihr beißt mit dieser Strategie auf Granit. Das alles weckt in uns erst recht den Widerstandsgeist gegen diese abgehobene und realitätsfremde Regierung. Und jetzt ist Ihnen etwas passiert bei diesen Unterlassungsbescheiden, die Sie ausgestellt haben. Da ist Ihnen ein verräterischer Satz hineingerutscht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Sie so blöd sind, aber es war offenbar das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, das zwischen zwei Pausen hinter dem Gurkenkobel und hinter der Obstabteilung diesen Satz formuliert hat, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Der Satz lautet: Im Zusammenhang mit diesen Kundgebungen heute, angesprochen wird durch die Aufrufe, also zu diesen Demonstrationen, die untersagt worden sind, in erster Linie dieselbe Demo-Klientel, welche bereits auf den vergangenen Großdemos anwesend war. Ich sage dazu eine für wahr erhellende Erkenntnis der Verfassungsschützer, aber bitte. Vorwiegend Personen aus der Szene der Corona-Maßnahmen-Gegner. Auch das ist ja tatsächlich überraschend, möchte man meinen. Das kann das nur das Ergebnis einer tiefgründigen Analyse sein. Dann geht's weiter. Corona-Leugner und deren Umfeld sowie, und jetzt kommt's, Regierungskritiker. Also Regierungskritiker darf man in diesem Land auch schon nicht mehr sein, um nicht in das Visier des eigenen Verfassungsschutzes zu kommen. So weit haben wir es nach einem Jahr gebracht, in dem in diesem Land angeblich das Beste aus zwei Welten, aus der Türkisen und aus der Grünen, regiert. Das Paradies haben sie uns versprochen, für die Hölle bereiten sie uns gegenwärtig den Weg vor. Aber wir werden diesen Weg nicht mit ihnen mitmarschieren. Sind also alle Übeltäter aufgezählt und die Allerschlimmsten sind dann die Regierungskritiker. Da gehöre ich natürlich auch dazu. Aber liebe Freunde, ich sage euch eines und das ist kein Geheimnis. Ich fühle mich bei euch in sehr, sehr guter Gesellschaft. Und dann geht man her und unterstellt diesen Personen, die man da gerade aufgezählt hat, also euch allen und allen anderen, die da in der Stadt irgendwo bei den verschiedenen Demonstrationen und Kundgebungen unterwegs sind, natürlich pauschal und ohne das in irgendeiner Form zu begründen, dass sie sich selbstverständlich nicht an die Schutzmaßnahmen halten werden und dass es deshalb notwendig ist, die Veranstaltung zu untersagen. Ja, bitte geht's noch, liebe Freunde? Geht's noch? Da kann man da wirklich nur mehr sagen, aus, Schluss, Stopp, und zwar jetzt sofort in der Sekunde. Aus, Schluss, Stopp mit diesem Wahnsinn, der hier aufgeführt wird und von oben verordnet wird. Ich unterbreche euch ja ungern, weil es mir so gut gefällt. Ich möchte nur ergänzen und mit ihm die anderen auch gleich alle. Die können auch gleich mitmarschieren, wenn der Herr Kurz seinen Hut nimmt. So geht's auf jeden Fall nicht, liebe Freunde. So geht's auf jeden Fall nicht in einer Demokratie.
dass man ein verfassungsmäßig garantiertes Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, und damit steht ja immer auch das Grundrecht auf die freie Meinungsäußerung in Verbindung, dass man das einfach abdreht unter dem Verweis auf ein mögliches Fehlverhalten der Teilnehmer. So funktioniert das nicht, und es funktioniert noch viel, viel weniger in einer Demokratie, dass man eine Veranstaltung und Demonstrationen untersagt, wenn man hergeht und sagt, da treffen sich die bösen Regierungskritiker. Ich würde einmal nachdenken an der Stelle der Regierung. Die Regierungskritiker sind die, die in der Zwischenzeit in diesem Land die Mehrheit haben. Es wird eng für den Sebastian und seine Kombattanten, liebe Freunde. Es wird eng. Aber die Dreistigkeit dieses Vorgehens ist nichts anderes als der Beweis für die Notwendigkeit der Veranstaltungen, die Sie untersagt haben. Wer es bisher noch nicht geglaubt hat, erhält durch diese Untersagungen den Beweis dafür, dass es notwendig ist, dass wir uns heute versammeln und das auch in Zukunft tun. Regierungskritik ist kein Verbrechen, und Regierungskritik ist auch keine verdächtige Haltung oder irgendetwas Ähnliches, sondern Regierungskritik ist etwas ganz etwas anderes. Es ist in Zeiten wie diesen so etwas wie eine demokratische Bürgerpflicht, möchte ich sagen, liebe Freunde. Und eines, seine Bürgerpflicht, und eines werden Sie nicht erleben, dass ich oder irgendjemand von euch bei diesen Herrschaften in den Ministerbüros angekrochen kommen, um darum zu betteln, dass wir Teile unserer Grundrechte wieder zurückbekommen. Nein, wir nehmen sie uns alle, wir nehmen sie uns selber, weil wir einen Anspruch darauf haben. So einfach ist die ganze Sache, die ich dem Herrn Kurz ins Stammbuch schreibe. Allein für diese Dreistigkeit, diese regierungskritischen Demonstrationen heute zu untersagen, hat Kurz nichts anderes zu tun, als seine Koffer zu packen. Er kann ja als Impfstofflobbyist eine zweite Karriere irgendwo beginnen. Er bietet sich ohnehin 24 Stunden am Tag dafür an. Wir werden jedenfalls nicht müde werden, uns für diese Grund- und Freiheitsrechte stark zu machen. Und das war auch der Grund, warum wir gestern sehr, sehr kurzfristig diese kleine Veranstaltung hier angemeldet haben, wo wir gesehen haben, dass so vieles andere verboten worden ist. Und ich bin sehr froh darüber, dass auch meine Kollegen aus dem Nationalrat so zahlreich hier erschienen sind, um mit der Bevölkerung hier Solidarität zu zeigen, um darzustellen, dass nicht die vornehme, die edle, die schöne und die wichtige Politik innerhalb der Mauern des Parlaments stattfindet und der Schmuddelige vielleicht irgendwo draußen. Nein, liebe Freunde, gegenwärtig sitzen die Schmuddeltypen in den Ministerien und die Anständigen stehen draußen vor der Tür, liebe Freunde. Und irgendwann müssen wir das wieder gerade richten. Ja, und ich habe ja auch angekündigt vor ein paar Tagen, dass ich insgesamt bei diesen Protesten heute teilnehmen werde. Und ich werde das jetzt auch nach diesem Auftritt hier tun. Das ist ja nur ein kurzes Vorspiel, sondern wir gehen jetzt alle gemeinsam spazieren. Das wäre mein Vorschlag. Ein herrlicher Spätwintertag. Großartig. Großartig. Frische Luft. Ich glaube, wir werden im Verlauf des Nachmittages noch ein paar mehr werden, und diese berühmten drei Worte, Kurz muss weg, die werden schon den Eingang in die Gehörgänge des Herrn Bundeskanzlers gefunden haben. Und ich kann euch sagen, nichts ist ihm unangenehmer, als mit dieser Parole konfrontiert zu werden. Kurz muss weg! 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 Und ich möchte euch einladen, diesen herrlichen Tag zu nutzen,
dass wir gemeinsam spazieren, dass wir die Kraft der Sonne genießen, die frische Luft, was Besseres gibt's ja gar nicht fürs Immunsystem. Und dann marschieren wir hinaus in Richtung Prater, Ecke Rustenschacher Allee, Wittelsbachstraße. Das ist dort, wo die Jesuitenwiese ist, wo auch immer anfangen, weiß ich, viele Leute treffen. Und dort haben wir eine Bühne aufgebaut und machen eine große Kundgebung, die wir angemeldet haben als Freiheitliche Partei, die aber keine Veranstaltung der Freiheitlichen Partei ist, sondern wo wir allen Rednerinnen und Rednern der Protestbewegung, die jetzt eine Untersagung kassiert haben und hier nicht kundgeben dürfen, diese Bühne auch bieten wollen, damit sie sich auch an die Bevölkerung wenden können. Es ist eine große Plattform der Freiheit, die wir hier schaffen wollen. Wir werden also das nicht tun, was Sie von uns haben wollen, uns isolieren und gegeneinander aufbringen zu lassen. Wir werden das Gegenteil unternehmen. Wir werden einen Schulterschluss vollziehen. Einen Schulterschluss für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, ob den Herrschaften in der Regierung das passt oder nicht. Und ich freue mich auch auf euch. Ich entnehme euren Gesichtern, dass viele von euch uns auch begleiten werden. Wir werden dort sicher noch viel, viel mehr sein, als wir hier sind. Nutzt den Tag, genießt die Sonne, genießt die Natur, dankt die Kraft, die ein solcher Tag auch gibt. Wir werden diese Kraft noch brauchen in den kommenden Tagen und in den kommenden Wochen, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen. Und das gemeinsame Ziel ist ganz einfach: Schluss mit dem Wahnsinn! Schluss mit dem Wahnsinn, her mit der Normalität, Schluss mit den Zwängen, her mit der Freiheit, Schluss mit der Angst, her mit der Lebensfreude. Und damit das alles gelingt, Kurz muss weg, liebe Freunde. Kurz muss weg. 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 Ja, mir bleibt an dieser Stelle nur Danke zu sagen, dass ihr einmal hierher gekommen seid. Danke auch für euren Einsatz bisher draußen im ganzen Land, im Familienkreis, im Bekanntenkreis, wo ihr für die gerechte Sache kämpft. Und ich freue mich, wenn wir uns jetzt dann draußen ab 15 Uhr im Prater treffen und ein wenig Zeit miteinander verbringen. Danke für euren Mut, danke für euren Einsatz. Ich freue mich jetzt auf Spazieren. Die Versammlung ist hiermit beendet, aber der Protesttag fängt hiermit erst so richtig an. Applaus